Heute geht es rund ums Thema freie Trauungen und dafür habe ich euch die liebe Iris Reinhardt-Hassenzahn zu mir eingeladen. Eine ganz, ganz fantastische Traurednerin und wir werden jetzt euch ein bisschen mehr über freie Trauungen berichten und fangen wir einfach mal direkt an. Ja. Was sind freie Trauungen? Für alle, die es nicht wissen. Also die freie Trauung ist die Alternative zur kirchlichen Trauung, könnte man sagen. Also die standesamtliche muss sowieso immer sein, damit es rechtsgültig ist. Und meistens reicht die standesamtliche einfach nicht, weil sie nicht emotional genug ist, weil sie nicht persönlich genug ist. Und viele wünschen sich noch eine Trauung mit allen Familienangehörigen, mit allen Freunden, das, was noch ein bisschen pompöser ist vielleicht und so. Und da... wo auch ein bisschen persönlicher auf auch ein bisschen persönlicher natürlich. Und da ist quasi eine Möglichkeit, die freie Trauung zu wählen. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht in der Kirche ist, wenn man nicht gläubig ist, wenn man die Rede persönlicher haben möchte und nicht so religiös, also wenn ich in der Kirche heirate, dann ist es halt tatsächlich so, dass da die meiste Zeit über Gott und den Glauben gesprochen wird und das ist bei der freien Trauung nicht so. Also man kann natürlich Gott mit einfügen, wenn man das möchte, aber es geht in erster Linie um das Brautpaar. Ja, genau. Beziehungsweise vielleicht ist ja ein Partner nicht in der Kirche und genau. Manche Pfarrer machen das. Oder man hat, der eine ist katholisch, der andere muslimischen Glaubens und dann kann man das so kombinieren. Ja, das genau. Ist schön. Also man kann dann, ja. Also für wen würdest du sagen, ist eine freie Trauung geeignet? Eine freie Trauung ist für jeden geeignet, der eine Zeremonie für sich haben möchte, für sich und seine Gäste. Eine Zeremonie, in der es um das Paar selbst geht. Ja. Eigentlich für jeden, wer möchte das denn nicht? Ja, natürlich. Man hat eine Alternative zur, wie du sagst, zur Kirche. Man hat eine Alternative. Man muss nicht nur Standesamt genau. Machen und ist da eingeschränkt. Man hat nochmal quasi mit einem Ritual, mit einer Geste nochmal das Liebesversprechen nochmal gegeben. Genau. Und ich finde es eigentlich auch echt super, super schön. Danke dir. Ich hoffe, ihr wusstet es vielleicht schon oder jetzt wisst ihr es, was eine freie Trauung ist. In den folgenden Videos werden wir noch ein bisschen mehr über freie Trauungen sprechen, also bleibt dran. Und wenn ihr sonst noch Fragen haben solltet, dann in die Kommentare. Come with me, girl, I know a place where the green grass grows in sunny embrace and we can get away.